Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Battle Ride. Ja, Folge 5? Folge 5 schon. Ja, sehr gut. Wir haben zwei Bewohner. Und ich muss jetzt gleich mal gucken, was die alles so tun, was sie so lassen. Erstmal wieder einen Überblick reinbringen hier in das Game. Und dann gucken wir mal, was wir heute so machen. Ich befürchte, wir werden heute angegriffen von irgendwelchen Leuten. Aber wir schauen uns das an. Was brauche ich denn für einen Stoffköcher? Da brauche ich Leinen und einfache Schnur. Warte, wie viel habe ich nicht schon was? Warte mal. 5 Leinen und 2 Schnüre. Gucken mal, was wir schon haben. Wir haben eine Schnur. Brauchen auf jeden Fall Flachs. Oh, hier sind auch noch Schnüre drin. Und hier sind auch noch Leinen drin. Toll. So. Ich brauche nur 2 Schnüre, glaube ich. Und 5 Leinen. Okay. Stimmt, 5 Leinen. Ja. Benötigt Herstellung 2. Ah, okay. Also kann ich nur was in Auftrag geben. Nicht genügend Ressourcen. Verstehe. Dann tue ich das Zeug mal wieder zurück. Ich kann das nämlich gar nicht herstellen. Witzigerweise. Und wir gucken mal, wer von uns kann das denn herstellen. Herstellung hier. Du hast eine 2, Lumumia, und sie hat auch eine 2. Dann mach mal bitte, stell mal bitte her. Was macht er? Er sammelt. Haben wir nicht auch ein Lager freigeschaltet? Wir haben doch auch ein Lager freigeschaltet. Wo bauen wir denn das Lager hin? Hätte Bock, das irgendwie hier hinzubauen? Oder doch hier irgendwie ans Wasser? Ja, ich baue das hier hin. Basic. Packe ich gleich mal Holz dafür. So. Das müssten genug Baumstämme sein. Wo ist denn jetzt das... Ach, hier ist das, Überholz zu 10. 0 von 10. Warte mal. Was steht da? Jetzt gerade für Baumstämme zu 2 von 5. Okay. Wir brauchen mehr Baumstämme. Inventar ist voll. Natürlich ist mein Inventar voll. So, wartet mal. Wo? Hier. Ja, stimmt. Sehr gut. Den letzten Baumstamm nehme ich auch noch. Und dann, was ist das hier vorne für ein Geraffel? Kann ich das auch abbauen? Junger Baum. Sieht so aus. Wenn ich ihn treffe. Es ist aber... Also, wer hat sich das denn ausgedacht? Wo jetzt? Top! Das hier auch? Geht das auch? Irgendwie nicht. Aber hier steht junger Baum. Ey! Das ist ja richtig verzwickt. Ich treffe den nicht. Kannst du machen, was du willst. Ich treffe den nicht. Okay, der sammelt da hinten Holz. Das ist gut. Kann ich den nicht wegmachen? Graben, falsches Werkzeug, lol. Und ich wundere mich, warum da nichts passiert, ey. Digga, was hat die denn da schon für einen Unterstand? Cool! Die ist eine richtige Macherin. Nee, nicht hauen. Du sollst das machen. Baulager abgeschlossen. Schön. Lager öffnen. Tun wir gleich mal. Hier was rein. 400 Volumen, das ist gut. Jetzt können wir die ganzen Kisten hier leeren und vielleicht auch abbauen. Weil dann haben wir nämlich jetzt ein vernünftig überdachtes Lager mit einem Volumen von 400. Das sind 4 Kisten. Nee, gar nicht wahr, das sind 8 Kisten. Wie kann ich die Kiste... abreißen. Muss ich die kaputt machen? Oder kann ich das irgendwie... Warte mal. Lagertruhe öffnen? Kann ich das hier irgendwo machen? Nee. Überhaupt, da ist ja noch was drin. Lol. Jetzt hätte ich das fast... Oh Gott. Sieht cool aus mit den Kisten hier so. Finde ich gut. Haben sie sich was einfallen lassen? Komm immer mit dem durcheinander, was jetzt mein Inventar ist. Und was ist, was das in der Lagerkiste ist. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Flachs.
Wir haben echt viel Flachs. Und wir müssen, glaube ich, aufhören, Pilze zu sammeln. Wir haben echt viel Pilze. Aber vorher möchte ich mal kurz gucken, wie läuft es jetzt mit dem Zerlegen. Naja. So geht das also. Was ist das hier? Ach, hier habe ich schon ein Lager hingebaut. Lol. Hier wollte ich schon ein Lager bauen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt muss ich das Lager nochmal bauen. F. Das ist ja nervig. Sind hier Baumstämme dabei? Nein, natürlich nicht. Mann, jetzt müsst ihr den Scheiß nochmal bauen. Kann man zocken. Ist ganz gut. Ist so ein bisschen wie Mad Evil Dynasty. Nicht Mad Evil, sondern Mad Evil. Ist so ein bisschen wie Mad Evil Dynasty. Nur mit Überfall erwartet. Da steht's auch schon. Oh oh. Von wo werde ich jetzt angegriffen? Ich habe noch gar keine Pfeile, ich habe nichts. Ich habe nur einen Knüppel. Wir sind nur die Knüppel-Crew. Überfall erwartet. Als ob die mir eine Mail schreiben, so. Heute wirst du überfallen, Digga. Pass mal bitte auf. Direkt in die Nüsse. Ja. Wahrscheinlich schon. So wird's ablaufen. Muss ich mein Lager nochmal aufbauen. Ich habe viel zu viel Scheiß hier im Inventar. Kann ich was in den Beutel tun? Natürlich nicht. Aber ich kann hier erstmal was reintun. Schön. Also heute werde ich überfallen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu Medieval Dynasty, dass man hier tatsächlich mit Überfällen rechnen muss. Und das Lager auch, je größer es wird, je mehr es nicht aussieht wie Seven vs. Wild, also je besser die Gebäude werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass man einen Raid bekommt. Und hier Leute kommen, die meinem Wohlstand neiden. Naja, ich baue jetzt nochmal ein Lager, was ich eben abgerissen habe, weil ihr mich abgelenkt habt. Null Ausdauer. Man hat hier so ein bisschen das Valheim-Konstrukt, was das Essen angeht. Also drei Gegenstände kann man, oder drei Lebensmittel, drei verschiedene kann man essen. Und damit im Prinzip seine Ausdauer, seine HP-Leiste zu verstärken. Ich weiß, da hinten an der Brücke sind immer ein paar. So Banditen, die da rumjingeln. Die sind natürlich klug, dass die sich an der Brücke postieren. Huch, nein, den Beutel würde ich aufmachen. Weil jeder, der über die Brücke drüber muss, der muss natürlich dann mit den... Digga, hängst du hier fest oder was? Komm mal mit, Knüppelcrew. Arbeiter. Was wollte ich sagen? Jeder, der über die Brücke muss, der muss natürlich mit denen da verhandeln. Noch einen Baumstamm. Ich hatte schon alles zusammen, das stand schon. Tatsächlich muss man beim Abwehren so ein bisschen gucken, woher der Schlag kommt. Und beim Schlagen kann man natürlich auch links, rechts und von oben schlagen, sozusagen. Ich habe aber schon gehört, oder von anderen gelesen, dass das Kampfsystem so ein bisschen in Anführungszeichen steht bei diesem Spiel, ne? Also es soll wohl noch nicht so gut sein. Sagen wir es so. Da gibt es also noch Ausbau. So, warte mal, den brauche ich ja gar nicht zerschneiden. Den kann ich ja so nehmen. Bin auch ein bisschen blöd manchmal. Nee, tatsächlich ist es nicht, also es ist nicht links-rechts-Klick, sondern man muss so ein bisschen die Maus bewegen, ne? Zum Beispiel kriege ich jetzt keinen Schlag von links hin. Doch, jetzt. Okay. Ja. Ist ein bisschen tricky.
Tricky Ricky. Warum hängst du schon wieder hier fest? Vollidiot, ey. Nee, Beute. Ist hier noch Holz drin? Nein. Natürlich nicht. Aber hier ist noch Holz. Da. Steckt mal die Axt weg. Wenn ich das Lager fertig gebaut habe, muss ich unbedingt mich um meinen Bogen kümmern, dass das läuft. So, bauen Sie mal bitte am Lager. Achso, er macht das schon, okay. Na gut, dann mach du fertig. Ich war im Zerlegungsmodus. Und dann habe ich aufs Lager geklickt und zack, habe ich es zerlegt. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal bin ich doof. Manchmal bin ich einfach doof. Quatsch, jetzt nehme ich aus dem Lager raus und leg's das wieder. Ach, das gibt's doch nicht. Wie aus dem scheiß Beutel rausnehmen. Da. Ich hatte kurz Angst, dass ich da nicht mehr rankomme. Es ist auch besonders gemein, weil das, weil die Sachen in meinem Inventar nicht stacken. Sondern, also es gibt zwei verschiedene Arten von Lagersystemen hier in diesem Spiel. Das finde ich ein bisschen verwirrend, weil man hätte eins übernehmen können und dann auf alles übertragen können. Aber naja, in meinem Inventar ist es nämlich so, dass die Sachen nicht stacken. Und ich habe nur begrenzten Platz. Und manchmal gibt es sogar Gegenstände, die nehmen zwei oder drei oder vier Plätze ein. Wie zum Beispiel ein Baumstamm, der nimmt gleich vier Plätze ein in meinem Inventar hier drüben. Im Lager und in Kisten funktioniert es aber nach Volumen. Da habe ich dann 110 von 400 Volumen hier drin. Und da stecken dann die Sachen auf einmal. Also finde ich ein bisschen doof von dem Spiel. Also warum kann mein Inventar nicht auch Volumen haben? Hier sieht man es ganz gut, dass das Kupfererz zwei Plätze einnimmt und der Riemen auch. Finde ich nicht durchdacht irgendwie, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie komisch. So, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben genug Pilze. Ich muss mal ganz kurz sagen, dass wir hier auf jeden Fall, wir brauchen keine Pilze mehr. Wir können den Auftrag mit Pilzen auch löschen. Weil wir sammeln jetzt Pilze die ganze Zeit. Und gleichzeitig braten wir aber auch Pilze. Und ich hatte ja eigentlich eingestellt, dass wir immer so 13 Pilze haben. Aber wenn er die ganze Zeit die wegbrät, dann sammelt er natürlich immer wieder neue Pilze, um das Lager aufzufüllen. Und so haben wir einen unendlichen Vorrat an Pilzen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Hat jetzt hier jemand die Riemen hergestellt? Die Leinen? Nee. Nicht genügend Ressourcen. Was brauchen wir denn für Leinen? Schilfrohr, stimmt. Wir müssen Schilfrohr sammeln. Ich muss, um was herzustellen, muss ich das tatsächlich auch im Inventar haben, ja. Aber ich kann es natürlich auch meinen Dorfbewohnern auftragen, dass die das herstellen sollen. Dann laufen die natürlich zum Lager und dann zu den Herstellungswerkbänken. So. Ich kann aber keine Leinen herstellen, weil ich Herstellung 2 noch nicht habe. Ich habe Herstellung noch nicht gelevelt. Hier geht es nämlich darum, dass man Sachen levelt, indem man es tut, ne? So. Ich müsste im Prinzip sehr viel andere Sachen herstellen, die mit Herstellung 1 herstellbar sind, damit ich irgendwann Herstellung 2 habe. Darum muss ich mich jetzt bei Leinen gerade darauf verlassen, dass die Aale hier zum Beispiel was macht. Endlich mal. Mach was! So. Aber es sieht gut aus, ne? Überfall im Anmarsch. Wo? Da unten. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir handeln. Bevölkerung. Du bist mein Gefährte. Zurück. Du bist mein Gefährte. So, Knüppel-Crew. Knüppel raus. Wir werden angegriffen. Wo bist du? Ach da, er kommt. Wir werden gleich angegriffen. Wir gehen schon mal in die richtige Richtung. Und
Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu heavy wird für mich. Ich habe noch keinen Angriff gehabt. Da kommen drei. Hör auf, die rennen. Wir sind auch drei, aber wir haben nur Knüppel. Und wir haben eine Frau dabei. Ich habe Joghurt im Rucksack. Wir lassen die erst gar nicht ins Dorf kommen. Wir müssen die hier schon fighten. Der erste hat eine Axt dabei, ich sehe das schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben alle Knüppel und der hat eine Axt. Wir müssen den Axttypen. Oh mein Gott. Meine Frau ist tot. Also sehr chaotisch hier. Aber es sieht gut aus. Ich hoffe, dass die jetzt nicht für immer tot ist. Oh, ich bin für immer tot. Oh nein! Die haben gewonnen. Die haben gewonnen. Plündern die jetzt mein Lager? Machen die alles kaputt? So, jetzt mal. Freunde. Okay. Aber was machen die jetzt? Ich will beobachten, was die tun. Plündern die jetzt mein Lager? Nehmen die mit, was sie brauchen? Oder nehmen die alles mit? Oder chillen die jetzt einfach hier? Was jetzt richtig mies ist, ist, wenn jetzt meine Dorfbewohner tot sind. Also so richtig tot. Wurdest überfallen? Minus 42 Gegenstände. Ja, die Riemen sind weg. Die habe ich teuer gekauft. Ihr Idioten. Im Kampf gefallen. Wird in kurzer als Arbeiter in einer Siedlung erscheinen. Okay. Digga, haut doch ab, geht doch weg. Habt ihr keine Hobbys? Verpisst euch. Hier vorne sind Wölfe. Ich probiere jetzt Trick 17. Oh. Wir hauen ab. Ich wollte sie jetzt eigentlich in die Wölfe reinjagen. Ich will gucken, ob ich den einen, den ich erschlagen habe, ob ich den jetzt looten kann. Weil der hatte eine zweihändige Axt. Daxos Überreste. Das sind meine Überreste? Kann ich mir erstmal gleich was zu essen reinzwischen? Aber gut, dass meine... Hilfrohr. Ach, das hat sie getragen. Stimmt. Gut, dass meine Leute wieder aufstehen. Percy Stance. Lernungsbuch Bogenschießen und Münzen. Mehr nicht. Ich wollte die Waffe haben. Das ist ja mies. Haben die meine Werkbank kaputt gemacht? Anscheinend. Ah, jetzt liest er das Buch. Okay. Aber es dauert eine Weile. Ah, okay. 500 EP. Ach so, das dauert eine Weile. Verstehe. Jetzt habe ich auch verstanden, wie das funktioniert mit dem Bücherlesen. Da stand gerade, dass er unzufrieden ist, weil er tot ist oder was? Okay, wenn ich das Ding erforsche, kann ich die Barren schmelzen. Okay. Ja, ich glaube, diesen Rennofen müssen wir erforschen. Rohstein, Zinnerz. Ja, das haben wir alles. Könnte also schnell gehen. Wenn meine Leute wieder aufstehen. Und vielleicht mal so eine Steinmetzhütte freischalten, damit wir hier so größere Steine abbauen können. Bisher finde ich das Game sehr interessant. Also das kann gut, richtig gut werden. Und für den Early Access Stand, den es jetzt hat, ist es schon ziemlich gut. Ich habe aber noch nicht alle Spielaspekte gesehen, sage ich mal. Bisher finde ich es gut, was man jetzt schon so machen kann. Ne? Also diese Kombination aus, du besorgst dir Siedler wie im Mad Eagle Dynasty und du verwaltest die so ein bisschen nach einer Prioritätsliste wie in RimWorld. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt, das ist schon echt nice und du kannst die halt auch jederzeit... Steht doch mal jetzt auf. Macht was.
Kannst sie halt auch jederzeit als Gefährten mitnehmen. Und mit denen losziehen durch die Lande. Also du kannst theoretisch mit einer kleinen Armee losziehen und irgendwelche Banditenlager überfallen und so. Story habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen, aber es gibt eine, also es, ja, es gibt eine Story, aber nicht eine übergeordnete, ich weiß nicht, ob es eine übergeordnete Story gibt, aber du bist jetzt erstmal so ein bisschen so drauf angewiesen, dich in jedem kleinen Dorf sozusagen dir Reputation zu besorgen, dass du da im Prinzip dann da mit den Leuten quatschen kannst, arbeiten und Quests für die machen kannst, damit die sagen, okay, ich komme mit in dein Dorf. Ah, jetzt. Sie ist wieder wach. Okay. Schön. Funktioniert also doch. Dachte kurz, dass die jetzt für immer verloren sind. Aber es geht wieder voran. Da ist er, sehr schön. Das wäre auch ein bisschen hart. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das wäre ein bisschen hart. Was hast du denn für einen Debuff? Kann man das sehen irgendwo? Verletzt. Ich hoffe, das ist nicht dauerhaft. Wie bin ich hierher gekommen? Noch nicht tot. Großer Verlierer, werden wir das überleben? Verlierer, es ist schwer optimistisch zu bleiben. Okay, also das sind jetzt die Debuffs, die er hat auf seine Moral. Okay. Mir fehlt noch sowas. Achso, hier, gebrochene Rippen. Heilt in 6 Minuten 23, verstehe. Na gut. Überfallgefahr erhöht 12%. Digga. Okay. Forschung abgeschlossen. Okay, wir können das Ding bauen. Diesen Rennofen. Indem wir, jetzt Zinn und so schmelzen können. Ich baue den einfach mal hier in die Mitte rein. Weil irgendwann reiße ich diese ganzen Werkbänke ab, weil ich dann sozusagen Gebäude erforscht habe, in denen das dann gemacht wird. Das heißt, die bleiben sowieso nicht für immer hier. 15 Rohstein. Okay, wir müssen dringend erforschen diesen, wo ist es denn? Bergbaulager, hier. Weil im Bergbaulager können wir doch einfache Spitzhacke bauen. Steht leider nicht, was ich dafür brauche, ob ich die aus Stein machen kann? Ich hoffe. Wo ist denn hier die Liste? Wo ist denn die Listen an sich da? Okay, was brauchen wir dafür? Stein und Stöcke, okay. Ich suche ein paar Steine und ihr sucht die Stöcke. Wisst ihr, wir brauchen eine Spitzhacke, wenn man hier so einfach so 15 Steine sammeln kann. Top. Oh, was wir mal sammeln können? Sind Beeren. Sammelt mal bitte 20 Beeren. Auffüllen. Damit wir immer Beeren da haben. Dann haben wir zumindest immer zwei Lebensmittel da. Das ist hier mein nicht-christlicher Schrein. Nee, ist ein Wolfslager. Aber ich verbaue das Ding irgendwann in meinem Dorf. Das ist mein nicht-christlicher Schrein. Mein heidnischer Schrein. Meine Mitarbeiter würden Holz und Steine hacken. Also wenn ich das... ich habe zumindest ein Holzfällerlager. Da könnte ich anordnen, wie bei RimWorld auch. Also ist dann halt wie eine Werkbank bei RimWorld. Musst du halt sagen, hier... hack mal immer so viel Holz, dass wir mindestens 10 Holz im Lager haben. Könnte ich machen. Habe ich da das Gebäude. Forschen Sie. Ich bringe das restliche Holz hier rein. Und das Gebäude zum Steineklopfen, das erforscht sie gerade. Das ist die Verwaltung. Und füge Kupfererz hinzu. Füge Holz hinzu. Okay, ich könnte auch selber was machen. Was ist denn das für ein Attribut? Herstellen? Bestimmt, ne?
Ja, es gibt ja nur die. Ernten, Landwirtschaft, Jagen, Kochen, Herstellen. Was anderes, ja, Kampf. Dann nehme ich mir mal Holz und Zinnerz. Oder ich nehme mir mal alles an Erz, was wir da haben. Wie viel Zinn... Ach, scheiße, die haben ja geklaut. Ich hatte schon viel mehr Erz. Und hier bei den Kupferdingern mal zu suchen, ob hier irgendwo Kupfererz rumliegt. Ein kleiner... Ja. Schön. Ja, wie viele Wölfe sind das? Auf der Minimap werden mir jetzt 6 angezeigt. Der 1 zu 4 oder was? Warum vermehrt ihr euch so schnell? Totholz könnte ich eigentlich auch. Bergbaulager erforscht, sehr gut. Kann ich mir gleich eine Spitzhacke errichten oder herstellen? Errichten. Lol. Was da? Zinnerz, siehste. Guck mal. Brauchen wir da gar nicht lang zu suchen. Finden wir doch alles hier. Ja, meine Leute sind natürlich in einigen Aspekten schon besser als ich. Weil ich die einfach schon mit... Also, weil ich eigentlich kompletter Loser bin. Ich habe ja alles auf 1. Und Ernten habe ich mir auf 2 geholt, weil ich das gelevelt habe. Und... Aber ich lese gerade ein Buch, was Bogenschießen 500 EP bringen soll. Mal sehen. Okay, jetzt machen wir mit Kupfererz und Zinn machen wir jetzt einen Bronzebarren. Okay, ist ja sehr, sehr einfach von der Handhabung. Aber wir verbrennen auch ganz schön viel Holz. Vielleicht macht das doch Sinn, das Holzlager mal oder das Holzfällerlager mal anzuschmeißen. Das natürlich zerstört wurde. Ja, natürlich. So. Holzfällerlager verwalten. Holz. Mach mal 20 Holz und auffüllen. Bitte. Verbrennt ganz schön viel Holz. Aber wir haben Kupferbarren. Schön. Wir müssen auch... Haben wir jetzt... Können wir das hier machen? Einfache Spitzhacke. Hier ist es doch. Dafür brauchen wir Riemen. Einen. Ja, der wurde mir geklaut, der Riemen. Guck mal, ob der da drüben noch was anbietet. Ob der noch was zu verkaufen hat. Hast du noch einen Riemen zu verkaufen? Ja, einen. Den kaufe ich. Vielen Dank. Mach's gut. 8 Holz. 8 Holz. Oh mein Gott. Holz habe ich im Lager. Nichts. Wäre auch zu schön gewesen. Da muss ich wohl noch was hauen. Ich kann überall bauen, aber nicht zu nah an existierende Dörfer. Also hier glaube ich, diese Grenze zeigt mir an, da darf ich nicht drin bauen. In Harndim. Glaube ich zumindest. Oder? Nee. Es ist einfach nur das Sonnental hier. Nördliche Abstammung. Okay. Also irgendwie so um das Dorf drumherum darf ich nicht bauen. Da gibt es eine Begrenzung, ja. Level ich eigentlich jetzt Herstellung mit dem, dass ich den Rennofen bediene? Ich glaube schon, ne? Und die können erstmal selber das errichten. Ich sag jetzt noch beim Holzfäller, dass er auch Holzstämme sammeln soll. Und dann können die da im Prinzip, die sammeln selber Flachs, die sammeln selber Holz, die sammeln selber Stämme, die können das Ding selber bauen. Da bräuchte ich jetzt eigentlich nichts zu tun. Mach mal 10 Holzstämme. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Bellride. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Follow wäre nicht schlecht. Ein Follow und ein Abo? Digga, ein Follow machst du auf Twitch. Egal. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Like wäre nicht schlecht. Und vielleicht auch ein Kommentar unter das Video. Das füttert den Algorithmus und das tut uns allen gut. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.